Herzlich willkommen im Industriemuseum Ennepetal. Direkt am Ufer der Ennepe steht das in den Jahren 1891 und 1896 errichtete Backsteingebäude. Es wurde als Holzschraubenfabrik für die Firma Bödecker, Ebbinghaus und Kompan erbaut und zuletzt als Eisengießerei von der Firma F.W. Kruse betrieben. Besonders reizvoll sind die großen ungeteilten Hallen. An jedem ersten Sonntag in den Monaten April bis November 11 bis 18 Uhr öffnet das Industriemuseum Ennepetal im Aufbau seine Türen für Jung und Alt. Wenn Sie einen besonderen Ort für eine Feierlichkeit suchen, im Industriemuseum Ennepetal finden Sie für zahlreiche Anlässe die passenden Räumlichkeiten im großen Saal- und Backsteingebäude oder im Café. Der Förderkreis Industriekultur Ennepetal eingetragener Verein wurde am 1. März 2002 gegründet und anschließend in das Vereinsregister beim Amtsgericht Schwelm eingetragen. Zu den Aufgaben und Zielen des Förderkreises gehören deshalb Aufarbeitung und Forschung auf dem Gebiet der regionalen Industrieentwicklung und ihrer historischen Wurzeln. Das im Aufbau befindliche Industriemuseum Ennepetal besteht vor allem aus zwei seit 1984 denkmalgeschützten Gebäuden. Das später verschieferte Fachwerkhaus stammt aus dem 18. Jahrhundert. Es wurde als Wohnhaus gebaut von Arnold und Daniel Kohlstadt, die auf der anderen Seite der Ennepe ein Hammerwerk betrieben. Gießen, schmieden, Kaffee trinken. Dazu bietet das Bistro im Schieferhaus kleine süße Köstlichkeiten, aber auch Bratwurst und mit der Unterstützung der Bäckerei Kritzler regelmäßig Brot aus dem Steinbackofen.